Willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und wir haben wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet, denn wir haben Kekse gebacken. Stellt euch das mal vor, aber nicht irgendwelche Kekse, sondern Thunfischkekse. Wer kommt schon auf die Idee, Thunfisch in die Kekse zu packen? Jetzt werden die Leute wieder sagen, ih, das ist doch eklig. Kekse, so Gebäck, ist doch was Süßliches. Thunfisch ist doch eher was Herzhaftes. Und das sind die gleichen Leute, die immer sagen, was? Nutella-Pizza? Sowas Ekliges? Gehen dann aber auf den Jahrmarkt und holen sich da einfach ein Crepe mit Nutella, wo sie auch im Prinzip nur Schokolade und Teig haben. Genauso eben wie bei der Nutella-Pizza, Schokolade und Teig. Ihr esst ja auch Nutella-Brötchen. Also es gibt herzhafte Crepes, es gibt süße Crepes, es gibt herzhafte Pizza, es gibt süße Pizza, es gibt herzhafte Plätzchen und es gibt süße Plätzchen. Aber eigentlich ist das Ganze auch nicht für Menschen. Das sind nämlich Thunfischkekse für Katzen. Und wir wollten dem Adi eine besondere Freude machen, haben deswegen gedacht, also Pupsi hat gedacht, ja, das gesehen, hat das Rezept im Internet rausgesucht. Wenn ich das hier finde, blende ich das mal hier ein kurz. Und wir haben uns hingestellt, haben da aus Semmelbrösel, Mehl, Thunfisch, ein Ei war noch mit dran, glaube ich, alles Mögliche. Haben dann einfach mal ein paar Kekse gemacht. So sieht es dann jetzt aus, wenn es fertig ist. Wir haben das dann ausgestochen. Ihr habt hier einen großen, ihr habt hier einen mittleren, ihr habt hier einen kleinen, der ist ganz verkohlt. Und da ist der Rest von dem Teig, der übrig ist, aus dem wir die Kekse rausgestochen haben. Wir haben dann ein ganzes Blech gemacht natürlich. Ich habe auch nochmal ein Bild, glaube ich, rausgesucht, wie es vor dem Backen aussah. Und dann nach dem Backen hinterher. Als sie aus dem Ofen kamen, habe ich gedacht, die muss ich auch mal probieren, denn ich kann ja nicht einfach dem Adi was geben, was ich selbst nicht getestet habe. Wir haben hier also meinen kleinen, knusprigen Thunfischkeks. Wollen da mal reinbeißen. Okay, schön knusprig. Ist auch schon abgekühlt direkt. Nee, Adi, du hast eigene drüben. Hüpfen wir jetzt hier nicht hoch. Hat aber ein bisschen was von, weiß ich nicht, schmeckt irgendwie wie Katzenfutter, wie Katzentrockenfutter. Herr Ramses, woher weißt du denn, wie Katzentrockenfutter schmeckt? Nee, aber das hat, warum? Es sind doch normale Zutaten. Warum schmeckt das direkt nach Katze? Warum schmeckt das nicht trotzdem wie ein leckerer Keks, aber woraus ist denn Trockenfutter? Im Endeffekt wird Trockenfutter genauso hergestellt und dann hat das eben diesen typischen Geschmack, den die Katzen vielleicht mögen oder den die sich da anbeißen. Jetzt habt ihr da größere Trockenhäppchen für die Katze. Wir beißen auch nochmal in den mittleren, beziehungsweise wir stecken den ja ganz rein. Da merkt man auf jeden Fall schon einen Unterschied. Während der kleine einfach nur extrem trocken war und kalt, ist der mittlere sogar noch etwas warm, ein bisschen breiiger innen drin und er entfaltet auch irgendwo diesen Thunfischgeschmack. Also wenn ihr gerne Thunfischpizza isst, ihr könnt euch einfach mal Thunfischkekse. Jetzt haben wir noch den größten, den schlingen wir auch einfach ganz rein und dann wollen wir noch den Teig probieren. Hier müssen wir sowieso ganz essen. Ich bin ein Mensch, ich kann nichts wegschmeißen. Pupsi hätte gesagt, hier, nimm das, schmeiß das raus in die Tonne, aber nein, Mann, dann esse ich den halt so einfach noch hinterher. Das ist kein Ding, hier wird nichts weggeschmissen. Der Ramses nimmt alles in den Mund. Und hier, der ist sogar schön weich, ihr seht. Und der bricht nicht auseinander, den könnt ihr biegen. Also ja, bricht auseinander, aber es geht nicht boom wie in der Kinder-Country-Werbung. Ich glaube trotzdem, der Geschmack ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Wenn die Leute hören, was ist in Katzenkekse, ist das widerlich. Wie kann man denn nur? Aber trotzdem, es ist auf jeden Fall was Spezielles. Probier das wirklich mal. Wenn ihr eine Katze zu Hause habt, wenn ihr da eine Freude machen wollt, dann probiert es mal aus, macht auch mal Katzenkekse und probiert die vor allem selber vorher. Und wenn die Katze die wirklich gar nicht essen will, dann müsst ihr sie ja eh essen, weil ihr wisst, wegschmeißen ist nicht. Und jetzt haben wir hier noch den Rest von dem Teig. Den wollen wir natürlich auch probieren.
vor dem Backen. Was damit ist, was denn? Jetzt hör auf, an dem Teig rumzumachen. Du hast dein Blech drüben, Junge. Wir probieren auf jeden Fall jetzt auch mal so den Teig. Boah. Ich weiß nicht, wie das... Das ist wie Kaugummi irgendwie. Kaugummi mit Fischgeschmack. Ich weiß nicht, ob das gesund ist, wenn man den so isst. Oder ob man da Probleme mit dem Magen kriegt oder irgendwas. Adi. Ja, die frisst in meinem Teig rum. Adi, hast drüben ein ganzes Blech voll, ja? Sieht doch aber gut aus. Ich glaube, dem Adi schmeckt es auf jeden Fall. Das war's von meiner Seite aus. Ich werde den Rest auch noch verputzen auf jeden Fall. Muss gucken, dass ich den Adi nicht mit esse. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Bubi. Malaka, verstehst? Like, euer Ramses.